Es ist bekannt, dass auch wir alle unter Beschuss sind. Ich kann da jetzt nur dazu sagen, mal, weil ich es wichtig finde, das ist eigentlich schon enorm, was wir alles anstellen und tun, um den Leuten in dieser Phase jetzt im Moment Orientierung, Einordnung und alle diese Dinge zu geben. Das gelingt uns vielleicht auch nicht enzyklopädisch so toll, wie wir uns das wünschen, so wie es wahrscheinlich, Herr Landesbischof, mit Verlaub, den Kirchen auch nicht gelingt, so in dieser Phase an die Menschen ranzukommen, wie es eigentlich ja jetzt notwendiger wäre denn je. Auch das, finde ich, ist ein Punkt, der mal diskussionswürdig ist, zu sagen, ausgerechnet jetzt, wo die Leute alle irgendwo doch Orientierung suchen, ist die Frage, wo gehen sie hin? Und das ist das, es treibt sie ein Stück weit an diese rechten Ränder oder an die Ränder überhaupt und zu den Querdenkern und was auch immer, zu denen, sage ich jetzt mal, die sehr einfache Antworten geben. Und wir, die wir eigentlich versuchen, das Ganze differenziert zu sehen, in vielerlei Hinsicht, da uns schwer tun, uns durchzusetzen. Da ziehen wir, wenn man so will, fast an einem Strang. Und das Dritte, was ich noch ansprechen wollte, das war auch ein Stichwort von Ihnen, Herr Bedford-Strom, es sind Menschen, um die es da geht draußen, der Mensch an sich. Und das würde ich auch einmal für die Politiker in Anspruch nehmen. In der ganzen Diskussion, die wir so haben, geht es immer darum, dass irgendwo in der Politik das nicht so gemacht wird, wie man sich vorstellt, und dass die versagen und dass jetzt kommt die Maskenaffäre noch dazu. Ich benutze da immer so ein Bild, wo ich sage, eigentlich ist es doch auch nichts anderes als eine Theaterbühne, nämlich die politische, reale Theaterbühne. Und auf dieser Bühne sind halt auch Menschen unterwegs. So wie Kirchenvertreter auch Menschen aus Fleisch und Blut und keine von Gott gegebenen Übermenschen sind, so sind es eben die Politiker auch nicht, die auf der Bühne stehen. Und deswegen plädiere ich insgesamt ein bisschen dafür, und das finde ich sehr schön, dass Sie es angesprochen haben, mal zu sehen, da begegnen sich Menschen. Und die begegnen sich im Moment unter einem Aspekt, der besonders schwierig ist, der enorm viel mehr Reibungsflächen produziert, als wir das sonst kennen. Und unter dem Gesichtspunkt müssen wir alle, die wir versuchen zu orientieren, immer wieder klar machen, wie da die Verhältnismäßigkeit ist. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Und ganz zum Schluss jetzt noch kurz zur Frage von Journalismus. Ja, ein Stück weit sehe ich natürlich jetzt, da sind wir wieder bei der Demokratie am Schluss, das Problem, dass wir eigentlich gar nicht so sehr unseren Job machen können im Moment in der Corona-Pandemie. Ganz einfach deswegen, weil eben diese Bühne, von der ich gerade gesprochen habe, über die wir berichten, also die politische Bühne, will ich es mal insgesamt nennen, die gibt es im Moment gar nicht so richtig. Ich sitze hier, habe einen EU-Gipfel, wo in 27 Ländern der EU irgendwo ein Staats- und Regierungschef sitzt und der sagt halt das, was er sagen will, das muss ich so nehmen, wie es kommt. Und am Ende kann ich nur sagen, darüber ist gesprochen worden, aber ich habe mit keinem von denen gesprochen, sondern ich habe auch nur eine Pressemitteilung gekriegt. Was will ich damit sagen? Diese ganze Corona-Pandemie führt dazu, dass der Journalismus im Moment nicht so stattfinden kann, wie wir das eigentlich uns wünschen, nämlich dass wir diesen Politikern begegnen, das, was wir dort erleben, in einer verkürzten Form oder wie auch immer einordnend weitergeben und Fragen stellen können, wenn wir was nicht verstanden haben oder wenn wir irgendwo Diskrepanzen sehen. Dieses Wechselspiel zwischen Politik, Journalismus und am Ende dann auch hin zur Bevölkerung kann im Moment wegen der Corona-Pandemie nicht so stattfinden. Und das ist etwas, was ich momentan als Journalist schon problematisch empfinde. Das ist eigentlich ja sehr spannend, dass wir eigentlich alle drei, das eint uns alle drei, dass wir gerade, wie viele andere auch in der Pandemie, uns schwer tun, über die Plattform an die Menschen heranzukommen, mit denen wir gern kommunizieren möchten, was auch unsere Aufgabe ist. Und dass wir alle drei, ob das jetzt die Kirchen, der Journalismus, die Politik sind, dass wir alle drei eigentlich auch ein bisschen damit zu kämpfen haben, dass die Menschen hinter diesen drei Institutionen nicht richtig gesehen und nicht richtig wahrgenommen wird. Wahrscheinlich geht es uns da allen dreien gleich, dass wir immer wieder so hören, naja, Sie wären eigentlich schon recht, Sie sind ja ein Guter, aber die Politik an sich, die Kirchen an sich, der Journalismus an sich lehne ich absolut ab. Und das ist natürlich, um jetzt zu dem Thema zu kommen, schon eine Frage, wie entfernen wir uns alle von den Bürgern? Im Moment ist es natürlich, lässt sich da vieles damit erklären, dass wir tatsächlich den persönlichen Kontakt im Moment nicht so wahrnehmen können, wie wir es bräuchten. Aber ich sehe da schon sicherlich auch andere Gründe. Manche habe ich vorhin schon genannt. Mir macht allerdings am allermeisten Sorgen, tatsächlich, um wieder zu den Querdenkern und denen, die wir verlieren, zurückzukommen. Mir macht am allermeisten Sorgen, dass es einfach einen gewissen Prozentsatz an Menschen in dem Land gibt, die wir gar nicht mehr erreichen. Nicht journalistisch, nicht politisch.
die wir einfach nicht erreichen, weil sie in diesen Echoräumen gefangen sind. Und verlässliche Informationen sind einfach das Fundament der Demokratie. Und wenn wir damit die Menschen nicht erreichen, dann wird es wirklich ganz, ganz, ganz schwierig, auch überhaupt Meinungen vernünftig zu bilden. Weil die Menschen, die wir nicht erreichen, die haben sich in der Regel ihre Meinung gebildet, vor sie irgendwelche Fakten sich anhören. Und wenn ich Meinungen nicht mehr vernünftig bilden kann, dann kann ich auch Mehrheiten nicht mehr vernünftig bilden. Ich bin jetzt als nicht kurzfristig. So. Also ich glaube schon, dass unser Fundament noch so stimmt, dass das immer noch eine deutliche Minderheit ist. Aber trotzdem macht es mir Sorgen, weil wir natürlich eigentlich keinen verlieren wollen und auch keinen verlieren dürfen, wenn die Balance auf Dauer wirklich funktionieren soll. Also das ist macht mir wirklich Sorgen. Und wenn ich jetzt so an Donald Trump zurückdenke, ich glaube ehrlich gesagt, dass man in ein paar Jahren Donald Trump wirklich als Episode der Geschichte fast vergessen wird. Aber was leider bleiben wird, dass die Wertigkeit der Wahrheit sich in diesen 4 Jahren Trump so geändert hat. Ja? Also ich hatte immer das Verständnis, wenn in Deutschland ein Politiker beim Lügen erwischt wird, dann muss er abtreten. Aber wenn es einen Präsidenten der USA gibt, der jeden Tag zigmal beim Lügen erwischt wird, dann wird das für die Menschen irgendwann eine Selbstverständlichkeit. Und dann glauben sie auch keinem mehr, weil sie denken, ja, die lügen ja eh alle. Und ich glaube, diese Art von Entfernung, da müssen wir wirklich gemeinsam alle dagegen arbeiten. Natürlich jetzt auch solche Dinge wie ein Maskenskandal. Natürlich besteht auch da die große Gefahr, dass da wieder alle in einen Topf geworfen werden. Und wenn irgendwo ein Priester sich verfehlt, dann werden alle in einen Topf geworfen. Wenn irgendein Journalist unsauber recherchiert hat, dann heißt es gleich wieder, aha, die sind alle gleich. Ich glaube, das ist für uns alle die große Aufgabe, klarzumachen, und da sind wir gerade wieder beim Massenskandal natürlich ganz aktuell, klarzumachen, dass einzelne Verfehlungen, und wenn es aus den Einzelnen auch mehrere werden sollten, dass das noch lange nicht heißt, dass wir nicht alle unser Bestes versuchen und dass wir nicht im Großen und Ganzen eigentlich ja doch in versuchen, integer zu sein und entsprechend auch dem Allgemeinwohl zu dienen und nicht Eigeninteressen. Das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig, dass uns das gelingt, sonst entfernen wir uns wirklich.